Wir gestalten das hier im Studio ein wenig bodenständiger mit unserer Lieblingsköchin, mit Felicitas Teen. Schön, dass du da bist. Guten Morgen. Es wird gekocht bei uns. Das Wetter draußen ist, gelinde gesagt, beschissen. Deswegen müssen wir uns das zumindest in den eigenen vier Wänden schön machen und vor allem lecker. Was hast du uns heute mitgebracht? Wir machen so richtiges Soul Food. Wir machen eine Lasagnesuppe. Eine Lasagnesuppe? Eine Lasagnesuppe. Weil sie geht viel schneller als normale Lasagne. Mhm. Ich liebe ja Lasagne, aber ja, Bechamel auch. Kochen, Bolognese kochen. Und dann muss das Ganze nochmal für 40 Ofen. Minuten im Backofen. Mhm. Mhm. Das habe ich auch damals immer gehasst, wenn meine Mama Lasagne gemacht hat. Du kommst aus der Schule und musst nochmal 45 Minuten warten. Ja. So, da, okay, was kommt alles hier rein? Ist es Wie besser. Gestalten wir das Ganze? Hier musst du nicht warten, weil ich habe schon eine vorbereitet. Guck, du bist so ein Profi, ja? Als wenn du TV-Köchin wärst. Ja. Meine Güte. Guck mal, die Kollegen, wie lecker das aussieht. Jetzt muss die Kamera aber mal hier ganz nah rankommen. Habt ihr das von oben hier? Ist unsere Deckenkamera in... Oh, das sieht nicht schlecht aus. Und da ist es Büffelmozzarella? Das ist der feinste Büffelmozzarella. Ich erzähle gleich, wie ich es gemacht habe. Oh. Aber ihr könnt aber ja erstmal kriegen die was zu essen. Guck, so schön. Guck mal, unsere Zuschauer. Oh, wie kriegen wir das denn da raus? Ich hole mal eine Kelle, aber ihr macht das mal, ihr erklärt das mal, wie das funktioniert. Ja. Ich mache das, Feli. Also, wir haben als Basis natürlich Hack. Genau, wir haben jetzt quasi eine Bolognese-Soße. Mhm. Die muss man allerdings ein bisschen dünner machen, weil ich habe die Pasta jetzt reingeschmissen. Wir haben jetzt hier Lasagneblätter. Ja. Und jetzt alle Leute aus Italien nicht zugucken, wir zerbrechen die Pasta. Darf man nicht? Nein. Darf man nicht? Nein, niemals. Aber ich glaube, auch für Lasagnesuppe würde man... ja, komm. So. Würde man uns alle genau, genau. Aber ich finde, Rezepte sind keine Gesetze. So, die Lasagneblätter kommen rein und die werden jetzt in der Soße gekocht. Wie lange? Ungefähr 15 Minuten, ein bisschen Brühe noch dazu, damit die Soße so ein bisschen flüssiger ist. Ja? Bisschen, weil es ist ja eine Suppe. Bisschen, genau. Deswegen. Das ist ja schon vorbereitet von der Bühne. Genau. Und dann muss es auch lecker gewürzt sein. Ja. Ich mache immer ein bisschen scharf dran, weil ich finde ja, dass das finden wir gut. Chili immer ein bisschen Chili. Ach, scharf? Scharf, nicht kein... Ich dachte, scharf. Nein, nein. Ich dachte, Schafskäse. Einmal mit scharf. Karin wieder auf Planet K unterwegs. Das ist dann hier mit scharf. Ja. So mit der Suppe beschäftigt. Scharf. Ja. Über vegane Varianten reden wir gleich. Also ein bisschen Chili rein. Bisschen Chili rein, Rosmarin. Und Oregano. Das finde ich bei einer Lasagne eh extrem wichtig, dass das vernünftig gewürzt ist. Ja, aber da muss man sich bei mir Gott sei Dank keine Sorgen machen. Nee, da hast du vollkommen recht. Ich würze ja immer ordentlich. So, ist das auch wieder dieser Effekt, wenn die Suppe quasi einen Tag länger steht, dass er dann besser schmeckt als vorher? Na, wenn die Pasta schon drin ist, ich würde die dann schon am Tag essen, wird das ein bisschen matschig. Okay. So, genau. So, dann ein bisschen was Frisches und was Grünes. Weil ich sage immer, wenn es bunt aussieht, schmeckt es auch bunt. Mhm. Noch eine Handvoll Spinat und frischer Basilikum. Frischer Basilikum. Ist das auch mal so schön? Bei uns sieht der wirklich immer so aus, als hätten wir den gerade frisch gekauft. So ist es. Wahrscheinlich so ist es auch so, aber mir wird hier erzählt, der wird frisch gegossen. Und auch damit nicht geizig sein, wirklich eine große Handvoll, damit es extra lecker schmeckt. Das wird dann gleich kleiner, wenn das einmal drin ist, ne? Ja, das ist ja bei Spinat so, ne? Man kauft so eine riesige Portion und am Ende ist es so ganz traurig wenig. Okay, alles klar. Wie lange zieht das dann durch, bevor ich den Käse dann reinmache? Wir machen noch statt Bechamel einen kleinen Schluck Sahne dran. Come on. Es ist Soul Food, das Wetter ist ekelhaft. So. Wir wollen einfach nur lecker essen. Wir wollen ja nicht verhungern. Genau. Ne? Wir wollen ein bisschen was davon das haben. Das ist so gut, Feli. Ja. So gut. Ich liebe das ja eh. Bei mir, ich koche ja deine Suppen, weißt du ja eh immer alle nach. Guck mal, dann kannst du das jetzt nächste Woche in Brandenburg. Wahnsinnig schön scharf. So, kannst du schön nachkochen. Die Würze ist oder? Krass. Ich liebe das. Ja. Ich dachte, es schmeckt sehr intensiv jetzt nach Sahne, so kenne ich es von Gyros-Suppen oder so. Ja, ja. Aber es hat wirklich sehr viel Aroma. Du bist auch so eine Gyros-Suppe. Man muss bloß die Lasagneplatten ein bisschen auseinanderschneiden hier. Naja. So, wir haben jetzt unsere Lasagne hier in dem Topf. Mhm. Und jetzt kommen eben noch die zwei Käsesorten drauf. Und ich habe jetzt hier wirklich den geilsten Büffelmozzarella. Guck mal, so richtig saftig. Da geht mir das Herz auf. Weil je nasser der Mozzarella, desto besser. Und den lassen wir dann aber oben drauf liegen, damit das gleich so wunderschön aussieht wie bei den beiden. Ne? Und noch ein bisschen Parmesan, weil der Mozzarella zieht die Fäden und macht es cremig. Und der Parmesan liefert die Würze. Das Ganze kommt jetzt in den Backofen und sieht dann hoffentlich nachher genauso aus. Felix, es ist ein Traum. Jetzt will ich ja auch noch einmal mit dir darüber sprechen, dass es ja eventuell auch Menschen gibt, die kein Hack essen, sondern das Ganze vegan gestalten möchten. Ist das mit veganem Fleisch 1:1 genauso zu machen? Ja, also ich finde, gerade bei veganem Fleisch schmeckt man eigentlich fast keinen Unterschied. Mhm. Veganer Käse, naja, da müssen Sie vielleicht noch mal ins Labor. Noch mal Ich habe eine Frage noch. Ja? Jetzt haben wir ja Nudeln in der Suppe, die man mit so einem Löffel schlecht... Also du brauchst die Gabel definitiv. Ja, da muss man alle Bestecke auffahren, die es gibt, glaube ich. Ja. Das ist aber auch in Ordnung. Ja. Das ist aber auch in Ordnung. Das soll nachher auch ein bisschen Arbeit sein. Ne? Und die Pasta ist auch al dente, weil es ist ja immer noch ein italienisches Gericht. Ja. Liebe Leute, wir haben das Rezept natürlich vorbereitet. Wenn ich richtig informiert bin, gibt es jetzt einen QR-Code und die entsprechende Internetseite. So sieht's aus. Wir sind ja hier höchst modern. Frühstücksfernsehen.de, da können Sie alles nachkochen, was wir hier in der Küche so fabriziert haben. Vielen, vielen Dank, liebe Feli. Ja, da kann das Wochenende noch kommen, oder? Das würde ich auch sagen. Ich probiere jetzt auch.
Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.